Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Dread. Wir sind immer noch dabei, Ravenbeak anzugehen. Also, ich glaube, im ganzen Spiel sind wir noch nie so oft gestorben. Und keinem Boss. Puh. So, dann auf nach oben. Und ihn nochmal probieren. Klingt auch immer ein bisschen anders an, kann das sein? Ja, die erste Phase kann man damit ganz gut machen. Auch wenn es sinnlos ist. Ja, das Knallen riecht das. Der Soundkulisse ist cool. Hört man das auch, dass er unverwundbar ist davon. Der hat ja eigentlich so eine krasse Rüstung, ich will auch so eine haben. Mach was anderes. Ich dachte, du sollst das andere machen. Ah, er will aber nicht. Na gut. Vielleicht sollte ich aufhören, auf ihn zu schießen. Meine Finger würden sich freuen, wenn ich Pause machen würde. Ich will diesen Boss besiegen. So. Ja. Oh nein, ich hab zu spät gedrückt. Ups. Das war dumm. Das war richtig dumm. Kannst du mir noch ein bisschen Leben geben? Echt nett. Wir brauchen Raketen. Ganz gemütlich. Ach, komm, hör auf, dich hier höher anzufassen. So. Boah, das kostet aber schon ganz schön viele Raketen. Diese Phase. Ups. Aber es sind auch viele Raketen, ne? Ja, auch um losgehen. Ups, das war für mich einfach so. Nein. Nein, nicht. Ah.
Ach, ich kann nicht drunter stehen. Oh, shit. Ah! Ach, toll. Der macht doch gar nicht so viel anderes als vorher auch. Wow. Trotzdem macht er mich damit fertig. Ach, nicht zeitlich gut genug abgepasst. Ich dachte ja, ich habe noch eine halbe Sekunde, deswegen wollte ich gerade losspringen und dann hat er schon geschossen. Ah, ärgert mich. Das ärgert mich. Schade. Das verbraucht auch echt viele Raketen, der ganze Kram. Gerade die zweite Phase. Vielleicht sollte ich das mit Einzelraketen machen, damit ich ein bisschen spare, sag ich mal, für die dritte Phase. Ups. So, erste Phase rum. Nicht? Ha! Ah. Uff. Uff. What? Oh. Ich bin doof. Das glaube ich ja nicht. So, jetzt. Geht doch, meine Güte. In der ersten Phase hat man aber noch genug. Genug Zeit. Oder wie lasst ein genug. Ja, wie heißt es? Genug Chancen in dem Sinne. Zurück, voll gedrückt. Weil man noch geheilt wird. Oh, normal verklopfen geht also auch nicht. Schade. So. Oh, wenn das jetzt noch ein paar Mal macht, bin ich wieder voll geheilt. Das wäre echt nice. Wie gesagt, das wäre echt nice. Aber er hat uns einfach nicht zu. Oder Ravenbeat. Was noch was anderes? Was ist den Müll? Wow! Okay. Ich hatte was anderes gemacht. Reichweite eben mit seinen Schlägen, alter Schwede. Hahaha, voll daneben geschossen. So. Dass ich ihm hier nicht irgendwie Leben absaugen kann, ne? Das ist echt doof. Ja, komm her. Fast das Konter versaut, weil ich angreifen wollte. So. Das war das. Ups. Ups. Hä?
Da ist sich nicht bewegt, würde ich sagen. So, da kriegen wir ab hier keine richtigen Heilungen mehr. Ah, du Blödmann! Meine Güte, blöd Mann. What? Mit diesen Raketen ist eindeutig halt klar, aber. Mann, hör auf, das zu tun! Ist ja gut, dass du dich anpassen willst in der Höhe. Das ist einfach nur unfair. Weißt du das? Wow. Irgendwie funktioniert das auch nicht, wenn die 1 zu 3 gehen bei dem. Ist schön, dass wir es rausfinden können, aber das kostet halt auch Zeit, ne? Ach, Mann. Für eine Rakete habe ich jetzt nochmal die ganze Fahrt machen müssen. Ernsthaft? Puh. Ach, wow. Schon tot. Einfach zu wenig Leben. Ich brauche mehr Leben in der zweiten Phase. Das ist dumm. Die dritte macht mich definitiv fertig sonst. Ja, die möchte ich auch zunehmen. So. Und das Ganze nochmal. Alter Geschwert da. Was ist denn los? Ups. Oh. Er wollte mich jetzt schlagen, okay. Oh. So, die erste Phase ist eigentlich voll gechillt. Eigentlich schon. War es hier schon eine zweite Phase? Ich glaube nicht. Ups. Ah, falsche Taste. Ich bin doof. Ups. Ah. Wird man. Okay, wir sind aber wieder voll, das ist gut. Ja, wir kommen. Jetzt. Okay. Hier kriegen wir echt alles, ne, in dieser Phase, aber später, boah, gar nichts.
Hier genug Leben, genug Raketen, wir haben eigentlich alles. Aber jetzt werden wir ja ordentlich vermöbeln. Gut. Oh, damit fängt er an. Okay. Ups. Ah, toll. Ah. Okay, immerhin ging das rutschen. Ah, mies. Dass ich jetzt so blöd angepasst habe. Warum? Ah, Verschasse. So. Schon wieder viel zu viel Leben verloren. Eigentlich ist es schon wieder zu viel verloren. Gut, ein paar Raketen gibt's. Ah. Das ist das Mieseste jetzt. So. Wartet. Wahaha. Oh. Okay. Oh, das ist das. Nein! Ich dachte, er legt jetzt den Ball auf. Ah, Mist. Okay, wenn er das macht, dann muss ich, ja, quasi schräg nach oben. Einfach so machen wir noch. Es lief aber diesmal besser, muss man sagen. Jetzt wollen wir noch einen Klotz, aber es lief ein bisschen besser. Ich glaube, wir können ihn aber auch nicht. Ups. Nicht interrupten, oder? Ups. Oh, was? Eigentlich macht er auch gar nichts anderes in der dritten Phase als vorher. Haben wir gerade Powerbomben gekriegt? Glaube ich zumindest. War noch recht, oder? So. Ups. So. Ja, wir kommen. So, aber ich weiß nicht, wenn ich die Powerbomben benutzen kann. Das ist mein Problem. Aber überhaupt Schaden kriegt.
Tali. Das ist okay. Ups. Ach, das nervt. Auch das zu tun. Das Anpassen auf die Höhe, das ist echt nervig. Ah, und reingesprungen. So. Mal ein bisschen Abstand halten zu ihm. Ah nein, nicht erwischt. Okay, gut. Ah, dritte Phase. Wow. Ich kann ihn davon nicht abhalten. Toll. Nein! Ach komm. Beschissener Ernst. Oh shit. Lassen. Oh nein, ist auch noch das Kombinierte. Okay, da bin ich weggekommen. Komm schon. Blöd, Mann. Komm schon, hau ihn. Oh nein. Alles besser.
Oh ja, hau ihn weg. Wie wahnsinnig sie ist. Nice. Oh wow, cool. Wir hätten es schon früher schaffen können, nur da habe ich das Timing versaut, aber diesmal haben wir es hingekriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das dann das Finale ist. Vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Puh. Ich hoffe, das war's. Sie ist so durchgedreht gerade. Schönes Ding. Wow, ist mir so passiert. Der lebt einfach immer noch, ist nicht wahr, oder? Alter. Wie das aussieht. Oh nein, es gibt noch einen finalen Kampf. Das war die Vor... Was zum Henker bist du? Stirb! Stirb! Okay, doch nicht. Jetzt hat er es hinter sich. Wow! So, pulverisiert. Ah, dieser Anzug. Schöne Kreuzung zwischen Metroids und ihrem Anzug. Was? Oh mein Gott. Wo soll ich hin? Wie, das geht auf Zeit. Oh mein Gott. Wo soll ich hin? Hä? Ernsthaft, wo soll ich hin? Nee, das ist das Einzige, wo ich hin muss. Ich kann nichts machen. Aha, kannst doch kaputt schießen. Wieso habe ich keine Raketen? Ah, ich habe so einen komischen Laser da. Jetzt checke ich das erst richtig. Ich hoffe, wir haben genug Zeit. Komm schon. Okay. Wo bin ich und wo muss ich hin? Da unten war so eine Art Bossraum. Ich muss zu meinem Flugzeug. Nach oben jetzt, dann immer nur noch links. Dann ist der Safe-Raum da und dann müssen wir eigentlich Hyperbeam-Schleuser, ja. Okay. Was ist denn mit ihm? So, lauf, 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 sagen wir es, lauf. Meine Güte. Ja, ich weiß, wir haben keine Zeit und so. Boah, ist das denn ernst? Ist hier überall durch? Hä? Wo muss ich denn hin? Warum geht das nicht auf? Hä? Ich versteh's nicht. Wo soll ich jetzt hin? So verschlossen, ist mir klar. Muss ich hier unten lang? Da oben ist auf jeden Fall irgendwie nichts. Hier musste ich runter, weil das verschlossen war. Ja, toll. Verschlossen, verschlossen. Kann ich nur noch rechts? Oh mein Gott.
Da. Boah, ich hab keine Zeit. Was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, schaff ich nicht. Ah, 5 Sekunden, oh mein Gott. Nee. Ah, Mist. Okay, fortsetzen. Das mache ich jetzt nochmal, egal was die Zeit jetzt sagt. Dann wird der Part halt doppelt so lang. Oh, ich wusste nicht, wo ich lang sollte. So. Und ich wusste, dass ich so einen super Beam habe die ganze Zeit. Ach so. So, okay. Das Ding ist super geil. So, hier muss ich jetzt runter. Glaube ich. Ne, hier noch nicht. Hier runter erst. So. Eh unbesiegbar. Gut, jetzt haben wir wesentlich mehr Zeit. So, wenn man den Weg kennt, ist es schon einiges einfacher. Und wenn man weiß, dass man die ganze Zeit diesen Laser super frei hat. Oh nein, jetzt habe ich verlaufen. Doch noch verlaufen. Ah, hier. Fallen wir uns da einfach durch. Ah, sehr schön, ganz. Tu es nicht. Das wird die Energievorräte des Schiffs vernichten. Ah, wir sind wieder wir selbst. So, das waren mal die X-Parasiten. Schön, wir haben es geschafft. Ah, wir waren mittendrin so knapp davor, das zu schaffen, diesen Boss zu besiegen und dann durch das Quicktime oder schnell kontern, habe ich es echt noch versaut, ey. Oh. Aber wir haben es endlich doch noch geschafft. Oh, bin ich froh. Aber richtig schönes Finale, muss ich sagen. Also, knackiger Boss. Wie viele Parts haben wir jetzt gebraucht? 4, 5? Ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Wir haben es endlich hinter uns. Hat mir gefallen, definitiv. Also die Bosse generell waren alle super fordernd. Man musste vielleicht ein bisschen viel auf den Karten navigieren und gucken und machen und so, aber wozu haben wir die Powerbomben jetzt gekriegt zum Schluss? Ja.
habe ich null gebraucht für den Boss. Hier hatte ich auch gar keine Zeit, die einzusetzen. Wofür? Was ich doof fand, ist eigentlich, dass man diesen Doppelsprung am Anfang gekriegt hat. Oder in der Mitte, keine Ahnung. Und dann relativ schnell hinterher den Mehrfachsprung. Der war eigentlich total unnütz. Hätte man gleich weglassen können. Keine Ahnung, der war wirklich unnütz. Sehr schön. Gucken wir uns die Credits an. Aber ich muss sagen, ist mein erstes 2D-Metroid, was ich mal gespielt habe. Und ist ja leider auch, glaube ich, das Finale jetzt gewesen. Schade eigentlich. Vielleicht machen sie eine neue Serie quasi, wo das dann mit anderen Hintergrund-Stories, Infos ist oder wie auch immer. Ja gut, Prime ist ja angekündigt. Prime 4. Ich mache dann hauptsächlich damit weiter. Wird man sehen. Aber ich muss sagen, das Spiel hat echt... Ja, hat mir echt gefallen. Kann man nicht anders sagen. Also die Grafik war super. Das Gameplay war super. Also die Steuerung war echt... fix, sag ich mal. Also... Hat gut reagiert, sag ich mal. Ist jetzt kein großer Delay oder irgendwas dazwischen gewesen, wo man sagte so, oh ja gut, wenn ich jetzt das mache, dann bin ich ja voll in irgendeine Animation gefangen oder sowas. Das ist eigentlich nur bei dem einen mit dem Charge-Ding, wo man wirklich sich aufladen musste und dann kurz zwischenspeichern, dann dieses Hochjumpen oder zur Seite, wie auch immer. Das war die schlimmste Mechanik eigentlich. Alles andere hat super gut funktioniert. Mit dem Dash zum Beispiel habe ich jetzt nicht so oft benutzt, okay, aber... Hat alles super funktioniert, aber das Ding, weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das fand ich scheußlich. Gut, wir haben leider nicht alles gefunden deswegen, auch hauptsächlich wegen dieser Mechanik, aber naja, weil wegen dieser Technik eher. Aber so schön mal coole Story erzählt, hat mir gefallen. Dass ein alter Boss noch wiederkommt. Wir haben schon fast Ridley gefehlt. Ridley ist so ein Dauerkandidat eigentlich in der Serie, so als Endboss. Aber diesmal gar nicht, cool. Ist mal ein bisschen was anderes, aber ja, Ravenbeak hat es ja auch gerissen. Also der hatte Power ohne Ende. Ah, schön. Also das Studio, das Spiel quasi jetzt gemacht hat, hat einen echt guten Job geleistet. Leider habe ich auch erfahren, dass hier nicht alle Namen aufgelistet werden. Was schon ziemlich doof ist, also... Danken wir jetzt nicht nur denen, die hier aufgelistet sind, sondern auch denen, die, ich glaube, unter 3 Monate an dem Projekt gearbeitet haben. gibt es irgendwie so ein internes Ding, keine Ahnung, warum das Studio das nicht wollte, dass die Namen dann mit aufgelistet werden, die das Studio verlassen haben in der Zeit oder halt nur kurzzeitig daran gearbeitet haben. Aber auch denen danken wir mal dafür. Die haben einen super Job dafür gemacht, dass wir das hier spielen konnten. Ja, was hat mir gefallen? Story, Grafik war super. Das coole Gameplay eigentlich, bis auf diese eine Technik. Soundkulisse war super. Eigentlich hat mir nicht viel missfallen, sag mal. Missfallen hat mir eigentlich die Technik, die eine. Dann die Emmys, die waren teilweise schon... Gerade der letzte Emmy, auf dem wir wirklich... Wo wir viel durchschleichen mussten und der dann eigentlich fast immer gesehen hat. Der allerletzte, den hat sie ja so platt gemacht, aber ich meine den davor. Der war ein bisschen hart. Also sich da durchzuschleichen, ich weiß nicht, ob es da eine bessere Methode gab, als wie ich das probiert habe. Aber naja. Nintendo Mercury Steam. Genau, Mercury Steam hat das Spiel jetzt entwickelt. Mit Aussicht von Nintendo und ja, haben sie gut gemacht. Schönes Spiel. Kriegen wir noch eine Endsequenz vielleicht? Oh, das letzte Design mit dem Anzug, das so Metroid-mäßig aussah, richtig cool. Höchste Zeit 16 Stunden, wow. Bis zur nächsten Mission. Okay, dann war's das. Ja, dann beenden wir hier den Part auch, oder eher das ganze Projekt und ja, wie es da schon steht. See you next mission. Ciao.